So, willkommen zurück. Wie ihr seht, in meinem Corpus habe ich mir jetzt, wie zuerst gezeigt mit der Schablone, diesen Ausschnitt in die Rückwand meines Möbels gemacht, damit ich das Gerät verbinden kann mit dem Corpus. Dabei hilft mir der mitgelieferte sogenannte Flexkanal. Das ist eine Verbindung, die ich hier über die Rückwand anbringe an das Möbel, die dann später, wenn ich das Gerät einsetze in das Möbel, das Gerät mit dem Möbel verbindet, damit die Luftführung sauber vom Gerät hinter den Corpus geleitet wird, damit die Luft nicht im Corpus endet. Befestigen tue ich diesen Flexkanal mit den 6 beigelieferten Schrauben. Das gestaltet sich ziemlich einfach. Ich nehme mir diesen Flexkanal, stecke mir die Schraube durchs mittlere Loch am besten durch, habe meinen Kreuzschraubenzieher vorbereitet und verschraube das von innen mit ein paar Drehungen an die Rückwand fest. Und das mache ich mit allen 6 Schrauben, damit dieser Flexkanal schön an die Rückwand verbunden ist, damit die Luft nicht in den Corpus gelangen kann. Ihr seht, das geht fix. Alle 6 Schrauben reindrehen, damit der Flexkanal hinten verschraubt ist, und wie es weitergeht, zeige ich euch dann schon im nächsten Schritt.